Ah, wegen diesen blöden Remains. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich die da rauskriege. Additional Options? Nein. Armor kann es auch nicht sein. Cloth, Leather, Finished Goods. Es muss das an dem Refuse liegen. Ich glaube, ich disable einfach mal das Refuse und schmeiß alles, was ich an Refuse habe, hier hin. Allow all. So. Dass ich hier unten kein Refuse mehr habe. Oh, unser Stuhl blinkt übrigens nicht mehr. Was sagt mein... Oh, wir haben jetzt endlich den dritten Monat erreicht. Gut, das ist schon um einiges langsamer als vorher. Und die außerhalb lassen wir einfach liegen, die verschwinden mit der Zeit auch so. Und ja, er bringt die Loks gerade runter. Die Planks, besser gesagt. Haben wir dafür keinen leeren Bin mehr? Weißt du was? Wo sind sie denn? Bars Blocks? Ash, Potash, Blocks, Stone Clay, Other Materials. Schmeiß mal Wood Blocks raus. So. Ich würde sagen, ich fange schon mal an mit der Mauer. Also mit den ersten Schritten der Mauer. Das war Groß C, Wall. Versuchen wir mal eins übers Wasser zu gehen. So, das ist fast schon. Ist das so gut? Ne, eins noch. So. Das ist der Naturschrein. Braucht 9, wir haben 37, gut. Fürs Erste. Und ja, der erste Schutz soll erstmal daraus bestehen, dass wir eine Mauer haben. Und jetzt ist Sommer. Okay, das heißt, wir können endlich mal wieder mit der Natur kommunizieren. So. Er kommuniziert mit der Natur. Und 493, sehr schön. Gut, das heißt, unser erstes Stück Mauer ist schon mal gebaut. Was macht er jetzt? Jetzt hat er gerade keinen Job. Hat er unten schon gemeinert? Oh. Ja, hat er. Build Workshops. Was haben wir hier eigentlich alles? Mason. Also ja, es ist cool, dass wenn man mit der Maus drüber fährt, dann sieht man hier unten unter dem Select, was für Workshops da noch sind und was drin ist sogar. Teilweise Distillery, Mason, also Mason, Distillery, Carpenter. Das heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall mal eine Küche, also Z. Die bauen wir einfach neben die Distille. So. Und ein Craftsman's Workshop ist R. Den bauen wir oben neben den Carpenter. Auch mit Wooden Planks. Gut. Was macht er jetzt? Er trinkt einen Schluck. Lassen wir ihn trinken. Weil wir haben ja gesagt, Getränke, also Drinks, hat er jetzt erstmal genug.
Und wir sollten auf jeden Fall gleich mit der Wand weitermachen. Also einfach mal ein Stück weit. Das ist so viel, wie wir maximal machen können. So. Mich wundert es eigentlich, dass er keinen Job mehr hat. Also, dass er die Arrows nicht verstaut. Aber gut, geben wir mal Bins in Auftrag. Wood. Skill Woodcutting. Wooden Bin. Genau. Make Call vom Wooden Bin. Oh, wir können sogar solche Sachen ein. Ey, schon jetzt? Cool. Aber fürs Erste nicht. Erstmal lassen wir ihn die Bins machen. Der kann da einfach dran vorbeilaufen. An der Mauer. Oder schwimmt der? Das fände ich jetzt creepy, wenn er schwimmt. Und ja, ich finde die Musik, die teilweise hier da im Masterwork-Mod kommt, finde ich ziemlich cool. Wie heißt denn das Lied? Sind das zwei auf einmal? Muss ich mal gucken. Seasons. Irgendwas ist es auf jeden Fall. Also ja, ich war gerade, für die, die sich wundern, im... gerade im Soundsense drin. Aber Ammo nehmen wir auf, oder? Ja, Arrows nehmen wir auf. Und die sind auch nicht irgendwie verboten, oder? Nein. Ja, und tatsächlich, der kann irgendwie übers Wasser gehen. Sogar die Katze kann übers Wasser. Need Locks. Okay. Woodworking. Woodcutting. Designation. Chop down trees. Die da vor meiner Mauer. Die sehen gut aus. Die sehen reif aus. Ja, die sind auch reif. Weil jetzt brauchen wir sowieso jede Menge Holz. Das ist das, worauf wir uns hauptsächlich konzentrieren müssen. Aufs Holz hacken. Damit wir eine Mauer. Quartz Source Workshop. Engrave Memorials. Ah. New Task. Engrave Memorials Lab. No slabs, not memorialized. Dann engraven wir mal für irgendeinen. Decorate with ivory tooth? Nö, das soll niemand machen. Was? Add new task.
Ja, das ist okay. Wenn er ausgeschlafen hat, macht er das hoffentlich auch gleich. Nein, er fällt Bäume. Na, auch gut. Jetzt macht er daraus ein Bin, egal aus was die Bins sind. Könnte ich nicht mal einen Armor Stand und einen Weapon Rack bauen? Vielleicht bringt er dann das ganze Zeug auch mal. Nein, du bist Wood, du bist der Carpenter. Ich brauche den Mason, genau. Armor Stand und ein Weapon Rack. So. Genau. Steine haben wir hoffentlich noch dafür. Ja, wir haben noch 4 Steine. Und da liegen auch noch 2 rum. Oh, und ich habe ganz vergessen, ich habe ja den Eimer in Auftrag gegeben, aber immer noch kein Bath hab gebaut. Was? Okay. Das kommt dann halt hier irgendwo mit rein. Die Badewanne unterirdisch. Okay. Und dafür brauchen wir dann auch sicherlich eine Handpump. Also um an Wasser zu kommen. Needs Pump-Mechanism. Okay, wir brauchen also definitiv so schnell wie möglich einen Mechanics Workshop. Mechanics Workshop ist T. So. Construct Building. Take a bath. Water containing item, ja. Also brauchen wir auf jeden Fall noch mindestens einen Bucket. Und da brauchen wir eine Headpump, um den zu füllen. Ja, jetzt macht er ein Bucket und aus dem Rest cuttet hoffentlich dann. Ja. Sehr gut. Das heißt, ich muss mich hier einmal komplett einmauern und hoffen, dass Gegner nicht einfach unten drunter durchschwimmen können. Wobei nicht viele Gegner tauchen können. Und so wie ich das sehe, gibt es auch keine Ramps. Wobei danach sollte man auch nicht unbedingt gehen. Sieht auf jeden Fall cool aus in der Masterwork Mod mit dem Grafikpack, was drin ist, dass hier jetzt der Fluss schwimmt. Murky Pool. So, wie weit ist der Workshop? Mechanics Workshop. Rock Mechanism. Okay, wo baue ich den Pump-Mechanism? Ah, Machine Components. Screw Pump, Water Wheel. Nee. Support? Nein. Also Support waren Stützpfeiler. Workshops. Quern. Mürstung, Kloffer. Gem, Leather, Butcher, Wood, Bone. Ah ja, den Rock Workshop könnte ich eigentlich mal wieder aufstellen, aber dafür brauche ich einen Tisch und so.